Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Mod-Vorstellungsvideo. Und um welche Mod es heute geht, könnt ihr schon hier unten gerade sehen. War zwar ganz klein, deswegen konntet ihr es wahrscheinlich gar nicht erkennen. Allerdings geht es heute um eine neue Oviraptor-Mod. Wir hatten ja schon mal eine andere Oviraptor-Mod, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, kann ich unten für euch in die Videobeschreibung gerne verlinken, dann könnt ihr euch das mal anschauen zum Vergleich. Aber ich finde diese, die ist jetzt heute rausgekommen auf Nexus-Mods, finde ich um einiges cooler als die alte. Und deswegen wollte ich euch die auf jeden Fall zeigen. Hier kommt er nämlich für den Archo Ornithomimus in das Spiel. Und ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal frei. Den Link zur Mod findet ihr übrigens auch wieder unten in der Videobeschreibung. Das ist ja irgendwie schon selbstverständlich. Ich werde immer alles für euch verlinken. Und das ist der neue Oviraptor. Ich finde ihn richtig cool. Ich pausiere mal das Ganze. Können wir uns ihn mal ganz kurz im Standbild anschauen. Also die Körperform ist halt genauso, wie ich ihn aus anderen Spielen wie Ark und so kenne. Und das ist meistens das, woran ich mich so ein bisschen orientiere, ob die Dinosaurier jetzt gut aussehen oder nicht. Ob das jetzt paläontologisch richtig ist, das weiß ich leider nicht. Ich bin ja kein Experte. Aber ich finde, der sieht schon echt cool aus. Der ist richtig gut gelungen. Die Auflösung ist wirklich Hammer. Schaut mal. Man sieht jede einzelne Schuppe. Und gerade was immer schwierig ist, der Kopfbereich und das Auge und sowas, ist auch echt super gelungen. Guck mal das Auge an. Das sieht so gut aus. Das habe ich noch bei fast keiner Mod gesehen, dass Augen so gut aussehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht noch das alte Auge ist von dem Archeornotimimus. Was sieht halt wirklich schon sehr, sehr gut aus. Auch hier mit diesem Geglänze und der Spiegelung und sowas. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es einfach das alte Auge ist und dann einfach hier oben diese Kopfpartie und so ein bisschen angefasst wurde. Aber das sieht wirklich richtig gut aus. Auch diese Nasenpartie hier, das Nasenloch, dann dieser Schnabel. Das ist schon richtig cool. Also eine richtig coole Oviraptor-Mod, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, war der Oviraptor ein Fleisch- oder Pflanzenfresser? Der hat ja so ein bisschen den Ruf als Eierdieb. Aber das war ja nur ein Trugschluss, weil sein Körper neben Eiern oder sein Skelett neben Eiern gefunden wurde. Aber das waren, glaube ich, im Endeffekt die eigenen Eier von ihm. Ja, der ist schon echt cool. Und ich finde auch die Bewegungen passen richtig gut. Von dem Archeornotimimus. Eine richtig tolle Mod. Falls ihr euch übrigens fragt, was das hier für eine Terrain-Mod ist, das ist die Wetland-Terrain-Mod. Die werde ich auch für euch unten in die Videobeschreibung verlinken. Ist eine richtig coole Mod. Ja, Animation gibt es jetzt gar nicht so viele. Fressen, trinken. Er ist jetzt hier natürlich Herbivore, weil er halt den Archeornithomimus ersetzt. Aber ich könnte mir vorstellen, er heißt ja Raptor, ne? Also, dass er damals irgendwie Fleisch gefressen hat. Irgendwelche kleinen Krabbelviecher oder so. Oder Kadaver oder sowas. Weil ich glaube, groß jagen konnte er nicht. Sieht jetzt zumindest nicht aus wie der größte Jäger. Oh, der hat, glaube ich, auch Zähne. Vielleicht kriegen wir das ja gleich nochmal in einem Standbild hin, dass wir ihm ins Maul oder so gucken können. Jetzt wäre perfekter Zeitpunkt, glaube ich, wenn die hier ihre Quasselrunde machen. Können wir mal probieren. So. Dann, da seht ihr das, die Zähne? Da, jetzt haben wir ein Pausebild. Oh ja, da wurden sogar Zähne eingefügt. Zwei Stück. Das ist ja aber ja sehr detailverliebt von dem Moddersteller. Nicht schlecht. Oh, cool. Das finde ich nice, dass hier noch schön zwei Zähne eingefügt wurden. Wir können ja einmal die Skins alle jetzt durchgehen. Würde ich sagen, das hier ist der Standard-Skin. Schön so ein bisschen rötlich hier oben, ansonsten relativ schlicht gehalten. Finde ich aber sehr hübsch. Dann haben wir hier einmal das Regenwaldmuster. Das ist mehr so grünlich. Das passt tatsächlich richtig gut hier in dieses Wetland-Terrain. Als nächstes haben wir hier noch Dschungel. Dschungel sieht ein bisschen so aus wie der Standardmuster, kann das sein? Ich kann jetzt nicht direkt den Unterschied erkennen. Das nächste, das ist das Sumpfmuster. Da sind wir jetzt leider sehr weit rausgezoomt. Ist auch so grünlich. Ist aber, glaube ich, ein bisschen dunkelgrüner als das, was wir vorhin gesehen haben. Ich glaube, das war Waldland, ne? Das hier. Kann man jetzt im Schatten sowieso nicht erkennen. Und dann haben wir natürlich noch Küstengebiet. Der ist mehr so silbergrau. Sieht auch ziemlich cool aus. Ist leider jetzt auch gerade im Schatten.
Und zu guter Letzt haben wir hier unser lebhaftes Muster. Okay, das ist so ein bisschen hellbeiger und so ein bisschen rötlich ist hier sogar drin, ne? Ja, so ein bisschen rötlich würde ich sagen. Und auch so eher dunkelrot hier oben an der Nase. Sind schon sehr schöne Skins. Also den könnte man meiner Meinung nach so in das Spiel einfügen, so wie er jetzt ist. Man müsste nur noch das Bild anpassen und natürlich den Namen. Der sieht schon wirklich gut aus. Also es, wenn man sich das so von ein bisschen weiter weg anguckt, wir können ja mal die Himmelskamera machen, dann sieht der schon wirklich so aus, als wenn er einfach aus dem Spiel ist. Ist schon eine sehr gut gelungene Mod. Vielleicht kriegen wir jetzt noch einmal das eine Muster. Das Graue will ich nochmal sehen in der Sonne. Da haben wir es. Komm in die Sonne, mein Junge. Ja, man sieht das, glaube ich, schon ganz gut. Das finde ich cool, das Muster. Das ist so grau-silbern. Ah, das sieht mega cool aus von der Farbe. Ah, das ist schon echt eine tolle Mod. Hier schläft er gerade. Süß. Zu guter Letzt schauen wir uns jetzt nochmal an, wie der Oviraptor hier zum Gejagten wird. Das war die Oviraptor-Mod von Echo Green. Ich finde, diese ist wirklich richtig gut geworden. Und falls ihr die mal ausprobieren wollt, checkt einfach die Videobeschreibung ab. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.